Liebe Freunde, wir machen heute weiter mit der Serie Die Bibel antwortet und heute sprechen wir über das Thema die Wiederkunft Jesu. Und ihr werdet sehen, dass die Bibel uns lehrt, dass die Wiederkunft Jesu ein sichtbares Ereignis ist. Wir beginnen in der Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Und die ihn zerstocken haben, und werden heulen alle Geschlechter auf der Erde. Ja, Amen. Wir lesen weiter Apostelgeschichte 1, Vers 11. Welche auch sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen, gen Himmel wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Jetzt gehen wir in Matthäus 24 und lesen hier Vers 27. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Und Lukas sagt uns dasselbe, denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, also wird des Menschen Sohn an seinem Tage sein. Matthäus 24, Vers 30. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und zum Schluss lesen wir 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Verse 16 und 17. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Amen. Gott mit uns und bis nächstes Mal. Maranatha.